Also geht die wilde Partie wieder los. Ist Xandra Xandra überhaupt auch da? da? Oh, nicht? Ich sehe jetzt erst oben, dass es anzeigt, wie viele Mir ready fällt sind. nichts ein, also nehme ich die Vorlage, die ziemlich langweilig ist. Uff. Wow. Oh, bitte. Boah. Hoffentlich erkennt das irgendjemand. Ich würde es nicht erkennen, glaube ich. Meins erkennt man nicht. Eieieiei. Ganz zufrieden mit mir Meins ist perfekt. Ich nicht. Ja, Ich Bodo. so gar nicht. Uiuiui. Mein Gott. Uff. Dafür war jemand richtig Was soll Mühe denn das gegeben. sein? Kann man eigentlich schreiben? Ja, puh, das beschreibt es eigentlich Hallo. ganz gut, glaube ich. Hoffe ich. Warum ist da Ich habe grün es mit perfekt drin? getroffen. Warum ist da grün mit drin? Das irritiert mich. Oh, ich bin nicht, konnte nicht falsch schreiben. Egal. Was? Oh, ich dachte, das ist. What? Nee, Kinder, das gibt es braucht nicht. Was nicht. soll das? Und das irgendwie so, würde ich sagen. Dann machen wir hier noch. Scheiße. Fuck! Ich hab was überlesen. Oh, So. no, Ah, du no. hast nicht verstanden, weil du was überlesen hast. Das ist natürlich ungünstig. Nee, das, was ich, wo ich das Problem habe, das ist immer noch vorhanden, aber ich habe was anderes überlesen. Jetzt erkennt man es nicht mehr richtig scheiße. Mal sehen, ob das bei mir erkennbar wird. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Oh Gott. Moment, Okay. Und dann eigentlich, also kriegt jeder von jedem alles ich eigentlich? glaube schon, so haben wir es Ja. eingestellt. Wenn du Mit weniger. 14 Leuten dauert es dann halt ewig, ne? Genau. Das ist irgendwie weird, was ich hier hab. Ich. Okay. What? Oh, warum muss Oh. ich denn so ein Kram malen? Oh, Leute. Okay, das ist schwierig in der Zeit, den zu bekommen, aber. La 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 la. So einfach, wie wir das vorhin hatten, ja? Spoilers. Was? Jetzt weiß ich, dass Harry Potter vorkommt. Kommt Harry Potter denn vor, ja? Ich habe noch keinen Harry Potter Heftig. gesehen. Ich habe auch noch keinen gesehen. Boah, das Also, funktioniert das ist nicht. ausnahmsweise mal einfach zu zeichnen. Ich hätte Was so ich viele habe. Ideen zu bilden und so wenig Zeit. Puh, hier, das braucht man noch ein bisschen. Auch schlecht gemeint, aber zu viele Also ich habe Details. perfekt gemalt. So. Jetzt bin ich echt Wir fangen gespannt. jetzt mal unten an, würde ich sagen. Können wir direkt bei Sono anfangen. Geht das? Umgekehrte Ja, ich kann Reihenfolge. es umkehren. Kann ich nicht. Vergiss Oh es. no. Ja, Ach Moment. so, nee, jetzt fangen wir von hinten an Ich und fange gehen von nach hinten vorne. an, was zuletzt gemalt wurde, und dann gibt's. Was für Ah! eine Rockband? Was wird von einem Pferd gespielt? Das ist ja auch lustig. Cool, dass du das Gitarre und durchgekommen Schlagzeuger. Der Gitarrist ist ein bist. Pferd. Das ist doch kein Pferd gewesen, da. Singst du nicht das Horn? Das ist ein Einhorn. Ein Horn in einer Rockband. Ah, Ich sehr weiß. gut. Es ist mir aufgefallen, aber ich wusste nicht, ob es was zu bedeuten hat. Dann hatte ich Xanmann. keinen Platz mehr zu schreiben, deswegen der Gitarrist ist ein Pferd. Doppel-S. Okay, jetzt alle rückwärts. Na gut. Ich dachte, das macht dann die Auch komisch. Gesamtreihenfolge rückwärts, aber egal. Oje. Nein. Ja. Es geht auf jeden Fall um Gift hier. Okay. Giftflasche wird in den Oh Gott, ich weiß, Einkaufswagen was es gelegt. ist. Wo kommt das her? Das war Pfeffi, oder? Das soll Pfeffi sein? PET-Flasche vom Regal in den Mülleimer. Jawohl! Ja, das war keine PET-Flasche mehr bei mir. Wasserflasche fällt vom Schrank in den Mülleimer. Ach, fällt außerdem noch. Ja, Ja. ja. Ich wusste nicht, wie ich die PET-Flasche zeichnen soll. Giftflasche, das ist das Symbol da drauf, ne? Ich konnte Symbol halt Ich nicht hab so deuten. einen Pfeil versucht zu malen. Ich konnte Symbol nicht deuten und das sah Ja, aus war wie nicht ein klar, ja, ich weiß. Einkaufswagen. Bis von Warnock zu Ben, danach wurde es creepy. Davor war es doch ganz okay, finde ich.
Wow, jetzt bin ich wieder dran schuld, ja? Ja, ja. Oh Gott, das weiß ich was. Wir sind am Strand, an dem Menschen verboten sind. Ich find's gut getroffen, ja. Die Beschreibung jetzt. Das funktioniert auch gut. Delfin singt, während er kein Kind. Kein Kind. Singender Delfin bekommt ein Kind. Why? Lumi, why? Ja, Lumi, echt mal, das war echt gemein, ey. Why, Lumi? Wie sie alle das mit den Noten gemacht haben, weil ich wollte erst so la 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 hinschreiben und dann... La 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 wäre auch okay gewesen. Ja. Aber Noten sind, glaube ich, eindeutiger. Moment, Ben, ist das am Ende bei ja. dem Wal dieses Nasenloch oder die Augen? Das soll das Auge sein. Ich habe das überhaupt nicht mit Nase gemalt. Das sieht für mich aus wie so ein Nilpferd. Das sind die Nasenlöcher. Könnte? Sieht aus wie der Kopf von Zetsch Pepe Gavio. Also Donos Delfin sieht, ja, sieht ja. schon noch aus wie ein Delfin. Das hat man erkennt. Ja. Donos Delfin sieht echt so aus. Dem fehlt irgendwie eine Vorderflosse, dem Solo Delfin. Dem fehlt generell ein paar Flossen. Aber beide nicht aktiv. Oh. Aber Ben hat auch keine Flossen, außer hinten. Nee, aber da hatte ich keine Zeit für. Oh, das ist gut. Oh Gott, ich weiß, was das wird. Von Lastwagen überfahren. Ist das so passiert? Das da? War nicht überfahren, Dobi. Ah. Das war rausfallen. Ach Gott. LKW-Fahrer steigt während der Fahrt aus. Das ist nicht gesund. Das ja, springt aber noch ein, oder? Ruhiger LKW-Fahrer auf. Wow. Oh. Das ist die langweilige Vorgabe gewesen, weil mir nichts eingefallen ist. Und dann geht's direkt im Rausfallen. Da geht's direkt um. Am Ende wird der Höfer. Ja. Vor allen Dingen von einem Baby oder sowas. Irgendein Neuer hat sich den Lastkraftwagen geklaut, während der Lastkraftwagenfahrer überfahren wird. Ja, oder es sieht irgendwie aus wie ein Baby auf dem. Warlock ist verständlich, halt, um Vermerk zu machen auf den LKW-Fahrer. Ja. Dass ihr den gleich rausfallen lasst und dass der Typ fällt. Ja, weil unten die Beine rausgucken, glaube ich, hat so das so interpretiert. Ja, vielleicht so. Besser darstellen müssen, dass er drin sitzt, so nicht nur so. Aber den Vermerk, das ist nicht gesund, finde ich super. Ist das ja nicht. Stimmt, da wurde ich nicht richtig beschwert hier. Oh, okay, was? Okay, das kam noch ganz gut. Oh. Spielzeugpferd verkloppt Kreuzritter mit Rolle. Lumi reitet auf einem Pferd in die Schlacht. Ja, das war ich voll. Das ist genau das gleiche, oder? 1:1. Ja. Lumi reitet auf einem Pferd Leute in weniger. Die Schlacht. Wahnsinn! Also, Solo hat es gut gemalt, ich habe es gut erkannt, aber danach wird es irgendwie schwierig. Ich habe halt zwei Leute zu wenig gezeichnet. Ich muss auch sagen, ich schreibe immer gern absichtlich lieber lustig, als es real sein soll. Ich mag das. Ich versuche auch immer etwas zu erkennen, was da ist, egal ob das jetzt das ist, was vorher geschrieben wurde. Darum geht's ja. Ich mache gar keinen Vorwurf. Ich fand's nur von Lumi reiten die Schlacht, dass das ein Steckenpferd mit einem Mini-Holzschwert wird. Fand ich super. Mein Bonny total gelogen. Für mich das Traum, das ich hab mir überlegt, versuche ich jetzt ein Pferd zu zeichnen? Nee, einfach ein Steckenpferd nehmen, das einfach. Aber Sonno hat sich richtig Mühe gegeben, da das darzustellen mit den Schwertern und so. Die grünen Haare verstehe ich nicht ganz. Ja, du hast doch gesagt, Lumi, du hast doch keine grünen Haare. Nein, Lumi hat keine grünen Haare. Du hast selber gesagt, du hast keine grünen Haare. Du wehrst dich immer gegen die Aussage. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich sage immer, ich habe immer grüne Haare, aber ich will sie nicht haben. Oder so. Okay. Ich habe Muskelkater in den Wangen. Ja, da würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Oh. Ben überfällt wie ein Bündel Radieschen. Ich weiß, was es ist. Oh. Oh nein. Drogelbecher gibt blauhaariger Dame zwei Radieschen. Drogelbecher ist eine Figur aus Edna bricht aus. Was ist denn Ben verliebt mich an den richtigen Hasen? Wie gesagt, ist eine Figur aus Edna bricht aus. Sieht halt perfekt Ben nur zeigt aus. Lumi einen richtigen Hasen? Ja, ich wusste nicht, wie ich sonst Lumi und mich zeichnen soll, dass man das erkennt. Seit wann habe ich denn grüne Klamotten? Das ist das Schildkrötenkostüm. Ich bin im Zebra-Kostüm und du bist im Schildkrötenkostüm. Oh mein Gott. Okay, Ben,
an deinem Zeichenskill müssen wir noch ein bisschen feilen. Aber die sind nett. Ich hatte keine. Ich hatte keine gute Idee. Ich habe nach vorne. Ich dachte, dass das ich mag wie Ben Wimmy so richtig vorne und der rechte braun und nach hinten. Deine Brüste sind irgendwie fast auf der Höhe von meinem Hals. Das ist so, darum ging es jetzt nicht, ja? Ich habe zumindest kein Strichmännchen gemalt. Um reinzugehen. Lumi, du mit deinem Strichmännchen hier. Und wenn, wie gesagt, so was ein Trogelbecher, da saß ich wirklich. Das ist dein. Kannst du ja mal googeln. Trockelbecher. Aber das ging wieder zu Ben und Lumi über. Das ist, ne? Ja, blauen Haaren halt. Das hast du mit den Radieschen erkannt. Das ist zweimal. Und vor allen Dingen hast du dann unten auch wieder bei Schäfchen hast du also das gleiche Kostüm. Für mich wusste ich sofort, ja. Ich weiß nicht, warum. Also, wie man den gut darstellen kann. Hm. Boah, ich hab voll Braindead gerade. Same. Ich hab was. Ich muss das andersrum schreiben, das ist viel lustiger. Oh Mann. So, das ist. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut zeichnen, hoffentlich. Wobei, vielleicht auch nicht. Ist relativ abstrakt. Die Begrifflichkeit. Ich bin gespannt. Für Minecraft ist machbar, aber ist nicht leicht. Meins ist nicht machbar. Ihr startet immer zu früh. Ich habe mir noch gar nichts überlegt. Oh. Moment, wer ist? Du willst mal ein bisschen warten. Okay. Wenn das funktionieren. Oh Gott, das geht gar nicht. Das ist schwer zu zeichnen. Ich glaube, bei mir kann man schon drauf kommen. Ich glaube, das ist bei mir vermutlich nicht. Oder schwierig. Keine Chance. Bei mir kommt man eh nicht drauf. Die Schwierigkeit steigt halt mit der Länge des Abends, ne? Wenn man versucht, kreativer zu sein. Nee, die Schwierigkeit steigt, wenn Xan mitspielt, weil der kann nicht zeichnen. Ja, das denke ich mir auch gerade. Hä? Das heißt, also, komm, man kommt doch nicht sein eigenes, oder? Hat jemand das gleiche geschrieben? Nee, man kann das eigenes eigentlich nicht kriegen. Es ist dann schon doppelt da. What the fuck? Das ist was anderes, kenne ich nicht. Es ist schon relativ ähnlich dran. Ich habe jetzt mal Lumi gemalt, so wie Ben sie sieht. Mit Bubis? Wow. Ja. Muss ich lachen, ob die Zeichnung verkauft. Schrecklich, nein, du musst lachen, dann wird die Zeichnung nicht perfekt. Oh je, das wird doch kein Mensch erkennen. Aber wird bei mir, glaube ich, auch schwierig. Auf einen Teil bin ich super stolz und am Ende geht mir immer die Zeit flöten, dann muss ich schneller malen. Oh je, das erkenne ich gar nicht. Ich sehe, was Schäfchen meint. Ich weiß auch, was Schäfchen meint, mit dem es gibt doppelte Sachen. Ich bin jetzt auch nicht gerade sicher, ob ich. Also, es gibt auch schon wieder was doppelt, ne? Ja, ja, was ähnlich zumindest, auf jeden Fall. Ja. Doppelt? Keine Ahnung. Mhm. Ich habe bisher noch nichts Doppeltes gesehen. Ich habe schon was Doppeltes. Meins ist so ähnlich wie ein, was ich jetzt gerade gekriegt habe. Moment, was? Moment, okay, ja, es gibt noch eine Parallele, aber. Okay, ich habe bis jetzt so eins gefunden und ich habe gerade das letzte gekriegt. Oh, Leute. Aber das kriege ich, glaube ich, schon mal hin. Das Problem ist jetzt, den ganzen Rest zu zeichnen. Also, du gibst es rückgängig, ne? Ja, du. Aha. Keine Ahnung, ob man das erkennt. Vielleicht, eventuell, wenn ich Glück habe. Dann erkennt man das. Ja, muss funktionieren. Besser schaffe ich es in der Zeit nicht. Ja, ist ja die letzte Runde zum Glück, ne? Weil das muss ja keiner mehr erkennen, sag ich mal so. Ja, ich schon. So, wir machen jetzt mal nicht. Wir machen jetzt mal wieder normal. Ja, denke ich auch. Das sieht man, wie sich's entwickelt. Wir können aber jetzt mal auf manuell stellen, dann kann ich, glaube ich, das durchklicken, anstatt dass es die ganze Zeit durchgeht direkt. Das manuell ist, glaube ich. So, genau, dann kann ich hier draufklicken. Ihre Zuschauer in Dota 2. Ja. Deswegen, das war das Doppelte. Es gab nochmal Lumi mit Dota. Ganz zum Schluss. Krass.
Das ist nice gemacht. Das ist cool. Wo ist mein Twitch-Symbol? Ja, verschluckt wohl. Twitch-Symbol. Hast du die Verbindung verloren? Lumi carried ihr Team in Dota. Oho. Ja, das kann noch durch. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig malen soll. Da sind meine Boobies. Sehr gut. Also ganz so schlank bin ich nicht. Aber die Boobies kommen hin, ne? Aber ich finde, das Verhältnis von Körper zu Boobs passt. Ich wusste nicht, wie ich das malen sollte. Lumi hat ein gutes Dota-Spiel. Ja, das kappen wir doch an. Und was hat Xandis draus gemacht? Das sieht jetzt wirklich sehr ähnlich aus, wie das war. 20 Minuten 23. Als ob das jemals passieren würde. Ja, ist alle weggefarbt. Vor allen Dingen der einzige Hero, den sie spielen kann. Stimmt doch gar nicht, PA kann doch auch. Stimmt doch gar nicht, dass sie Draw Ranger spielen. Achso. Stimmt doch gar nicht, dass sie Draw spielen kann. Hast du gerade gesagt, Gimmi kann nicht Draw Ranger spielen? Hä? Hat Xandis gesagt? Ja. Lasst mich einfach. Man spielt Golf auf dem Friedhof. Okay, das. Okay. Oh, das sollte das heißen. Ja. Wieso zeichnest du dich selber? Ich habe einen beliebigen Mann gezeichnet, ja. Ich trage selten hellblau. Ben spielt Golf auf dem FR. Genau, deswegen. FR. Am Freitag. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich wollte zuerst das andere schreiben. Hä? Okay, den verstehe ich nicht. Gedankenblase habe ich so dargestellt, dass es Ben sein soll, quasi. Ah. Weil du an mich denkst. You smart. Aber das FR ist einfach ignoriert, ja. Zimpfel bei Lumi einsetzen. Wow. Wow. Und dann kriegt Lumi das auch noch. Oh, das war so hart, das zu machen. Wow. Ey, wieso zeigst du mich? Ja, das ist doch ein Aber du hast blaue Haare im Stream? Ja, und rechts unten ist jemand, das ist der Pfeil von dem Chat, geht zu dem Typen rechts unten, wie der vorm Bildchen hockt und mich sieht. Und sich einwedelt. Ja, und dann das dritte Bein anfasst. Also, das ist ein bisschen eskaliert vom Golf auf dem Friedhof, ey. Malumi hatte nicht mal Zeit, ihre Brüste zu malen. Ja. Lumi nimmt ihre Brüste nicht wahr. Mich interessieren meine Brüste nur so peripher. Ah. Eskalation. Ein Zombie verliert seinen linken Arm. Das soll das. Zombie mal. Oh Gott. Ich bin mal gespannt. Ja, Zombie kann man mir sehr gut an, muss ich sagen. Oh. Ich weiß, was aus dem Arm geworden ist. Nichts. Doch. Nein. Minecraft-Zombie wird mit einem Boomerang abgeworfen. Oh ja, das sieht auch aus wie Minecraft-Zombie. Ist ja auch ein Minecraft-Zombie. Der Boomerang war nicht der Arm. Ich habe eher das schwarze... Ich hab echt gut die Zombies gemalt. Das schwarze Ding da als Boomerang interpretiert. Jemand wirft einen Zombie mit einem Bananen-Boomerang. Bananen-Boomerang. Ich hab sogar wirklich einen Bananen-Boomerang gemacht. An die Hirne. Hirn essen, ja. Also, der Zombie ist erhalten geblieben. Aber die Tatsache, dass der Zombie passiert, hat sich ein bisschen geändert. Boah. Ist halt so. Koreanischer Flugbegleiter lacht. Koreanisch? Was wird da denn draus? Ding. What? Was wird da draus? Denn jetzt mal im Ernst? Ich find's gar nicht so schlecht, wenn man weiß. Ich hab eine koreanische Flagge hinten am Flugzeug mal. Ich wusste, ich hab auch eine kleine Flagge, aber mir ist nicht mehr eingefallen, wie die geht. Mann im Blaumann lässt Flugzeug steigen. Das ist ein Pfeil, der ist im Flugzeug drin. Das krieg ich ja. Das ist Pfeil, das sieht auch aus wie ein von diesen Leinen für Drachen. Oh, das ist aber schön. Das ist richtig poetisch. Ja, ne? Typ in Latzhosen hat ein Flugzeugluftballon. Ja, kommt hin. Hallo. Kommt hin. Okay, das ist so wie ein Zeppelin und kein Luftballon. Zeppelin. Oh, Warner kann sich ja richtig Mühe geben. Interessantes Flugzeug. Wie ist das Ding? Das ist ein Luftballon. Flugzeugluftballon, hä? Es ist Luftballon in einem Flugzeug. Ja, stimmt. Es fliegt und es hat Luft. Ich war verwirrt da. Und das Ding hat keine Hände. Welches Ding?
Ja, doch, einen schwarzen und einen blauen. Ja, einen blauen Hand und eine schwarze Hand. Der, 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 der blaue Arm ist nur ein bisschen lang. Wenn er, und geht der vorne oder hinten um die Latzhose? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt gerade. Wie hält denn das Ding eigentlich? So hinterm Rücken, so richtig cool. So, ja. Nee, eigentlich geht der die, steckt der den Arm in die Latzhose und das ist der Penis der vorne. Ah, das erklärt viel mehr. Kein linken Arm, sondern Dynamit da. Hm. Das ist dann nicht der dritte, das dritte Bein, sondern der dritte Arm, verstanden. Hm. Chaotisches Community dort. Ja, siehst du? Wir haben die gleichen Ideen. Da war der Doppelte. Ja. Ja. Was? Ah, Mitte in Not? Nein, Schrägstrich Not, T2. In Not. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was er mir mit dem Mitte in Inot sagen möchte. Das wird ein Schrägstrich. 2A in Dota, 2 Trollt Mitte. Was? Achso, ey. Ach, ey, ey, Mitte. Ah. Gott, das habe ich nicht verstanden. Ja, das kam bei mir an. Aber das habe ich nicht als ey, ey, Mitte erkannt. Also, vor allen Dingen die Kinder. Das ist nicht Frage. Schlecht gemacht, also. Ja. Der feedet, oder? Für mich ist. Für mich ist. Da ist jemand blau und es steht 011, ja? Wie feedet mit Lano in Dota? Natürlich ist es Lumi, das passt. Blau einfach ich. Ja, genau. Weiterdenken. Ey, Moment mal, die hat 37 Assists. Es müsste doch. Das ist doch so ein Fail, das müsste doch 0,370 sein, oder? Ja. Das ist sogar ein oh, gutes Lumi. Heilig. Oh Mann. Ich find's schön, dass du so gut von Lumi denkst. 37 Assists, 0 Tode. Einen Kill zu machen, das ist aber auch mal eine Leistung, würde ich sagen. Ja, das ist ein gutes Support. Also, ja, also auf jeden Fall, das ist ein richtig guter Support. Richtig gut aufgepasst. Das hat nicht mehr, ne? Das ist eigentlich besser Support, den du haben kannst, oder? 0037? Ja. Sahn spielt DND im echten Leben. Das er ist ein mehr. Troll. Das, aha. Das kam bei mir an. Kam das bei mir an? Ach so. Ich weiß, was bei mir ankam. Oh nein. Wie gut, das wird lustig. Ja, nur Xan hat es vielleicht ein bisschen falsch interpretiert. Zwei Typen spielen nachts, Mensch, ärgere dich nicht. Oh, wow. Oh, aber hier gibt es schon richtig Mühe. Sind die nackt? Ja, die sind nackt. Das, willst du jetzt darüber urteilen, ob die angezogen oder nackt, Mensch, ärgere dich nicht spielen? Wenn es aus dem Osten, da sind alle nackt immer. Ja. Da wird einfach nackt, Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Hallo? Der FKK-Brettspielabend.